Jawohl, und die kriegen ja auch einen Produktivitätsbonus, ne? Da werden die auch teilweise mal dreimal produziert hintereinander. Jawohl, so, da haben wir die Forschung. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Factorio im Space Age DLC, meine lieben Freunde. Haben wir jetzt auf Vulcanus eine vollständige und einsatzbereite Gießereianlage aufgebaut. Das ist nämlich das Besondere am Vulcanus, meine lieben Freunde. Die Säfte des Vulcanus, das geschmolzene Material, können wir mit einer Pumpe abpumpen, in die Gießereien reingeben und dann können wir direkt aus dem geschmolzenen Gestein und Lava und allem, können wir entsprechend Kupfer herstellen und dann auch direkt die Komponenten gießen. Das heißt, wir sparen uns sehr viele Verarbeitungsschritte, weil wir ja diese ganzen Öfen erstmal gar nicht mehr brauchen dafür. Das wird auch direkt viel schneller produziert und es gibt auch noch einen Produktivitätsbonus obendrauf. Das ist diese Linie hier drunter noch. Das entspricht wahrscheinlich sogar, ich weiß nicht genau, ungefähr, glaube ich, genau, einen Produktionsbonus von 50% sogar. Das ist schon ganz schön krass. Ich glaube, das ist ein Stufe 3 Modul, Produktivität und Geschwindigkeit. Also ist auf jeden Fall sehr krass, ein sehr krasser Produktivitätsbonus. Lohnt sich also, auf Vulcanus die Lava zu verarbeiten. Das Einzige, was wir dafür brauchen, ist dieses Zeug hier, dieses Kyanid oder wie das heißt. Nee, wie heißt das nochmal? Keine Ahnung. Kalzit, genau. Ach, diese Namen, ey. Kalzit müssen wir dafür abbauen und da an die Anlagen hin befördern und natürlich auch die Lava abpumpen und dann läuft das. Und das ist so effektiv, dass ich hier jetzt sogar schon innerhalb, ja, relativ kurzer Zeit, im Vergleich jetzt zum Nauvis-Planeten, zum Hauptplaneten, schon einen Mainbus aufgebaut habe mit den wichtigsten Komponenten. Und da werden sogar auch schon Dinge produziert an diesem Mainbus. Wir haben jetzt hier schon die roten Förderbänder am Start. Wir haben die grünen Platinen jetzt schon am Start. Und wir haben hier oben sogar schon Akkus und Batterien am Start. Also das geht relativ flott eigentlich. Und da baue ich mir doch schon mal die Akkus hier, die wir jetzt produziert haben, die baue ich mir jetzt hier schon mal so ein bisschen mit dazu, weil Strom wird in der Nacht jetzt schon so langsam knapp. Auch wenn ich sagen muss, wenn ich denselben Output jetzt auf Nauvis aufgebaut hätte, dann wäre der Strom auf Nauvis jetzt wahrscheinlich schon mit dem paar Solarpanelen schon ein deutlich größeres Problem als hier am Vulcanus. Genau. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns dieses Spiel Factorio mit dem neuen DLC reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist und am Ende. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Benachrichtigungen über die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und ihr könnt auch gerne die Kommentare benutzen, um Tipps zu geben. Das habt ihr auch schon reichlich gemacht, genau. Und da haben wir ja auch schon einiges umgesetzt. So, jetzt würde ich sagen, jetzt ist der Plan, damit wir hier auf dem Vulcanus weiter Progress machen können. Wir brauchen bei der Forschung, jetzt läuft ja parallel hier noch die Bergbauproduktivität 6 durch. Das kann auch nebenbei durch, aber es dauert auch noch eine Stunde oder so, ist egal. Denn der Progress, den wir jetzt machen müssen, der ist unabhängig von diesem Forschungsprogress, denn wir müssen jetzt kommen zum Wolframstahl, damit wir dann auch die Forschung, das Wissenschaftspaket für die Metallurgie machen können und dann können wir nämlich hier die ganzen geilen Waffensysteme und alles dann freischalten und auch hier schon dann den nächsten Planeten so langsam. Auf jeden Fall, genau, das müssen wir jetzt als nächstes machen und da müssen wir jetzt halt die großen Erzförderer herstellen und für die großen Erzförderer, um die herzustellen, brauchen wir erstmal wieder ein paar Dinge, die wir noch nicht haben. Aber das sollte relativ schnell gehen. Also wir brauchen Elektromotoren, wir brauchen die elektrischen Erzhäuter, da haben wir ja schon welche dabei auch. Also ja, die müssen wir noch bauen natürlich, aber damit sie halt als Zutat zur Verfügung stehen. Nochmal geschmolzenes Eisen, Wolframkarbid. So, da ist immer noch meine große Frage. Da habe ich bisher jetzt noch keine Quelle gefunden. Da ja jetzt hier die Produktionen schon aufgebaut sind und schon ein bisschen laufen, können wir jetzt ja mal gerade einen kleinen Expeditionismuskurs machen. Mit dem Panzer. Wir haben ja einen Panzer und Raketentreibstoff uns runtergeholt. Dazu müssen wir jetzt ins Wurmgebiet, meine lieben Freunde. Das wurmt mich jetzt ganz schön, dass wir das jetzt mal machen müssen, aber so ist es halt. Hatten wir jetzt schon die Munitiones? Nee, die hatten wir jetzt noch nicht angefragt. Hatten wir überhaupt Munition jetzt dabei schon? Ich guck mal ganz kurz nach. Also wenn, dann müssten wir ja die Uranmunition am Start haben. Ich frage die mal jetzt einfach an. Mal gucken, ob sie geliefert wird. Hatten wir die mitgenommen? Wir hatten, glaube ich, so 25 Schuss davon mitgenommen, glaube ich. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher.
Ich meine, wir hatten so 25 Schuss. Ich guck mal nochmal oben in die Plattform. Es scheint nämlich gerade nicht geliefert zu werden, tatsächlich. Nein, wir haben gar keine Munition mitgenommen. Hä? Ich dachte, ich hätte Munition hochgeschossen. Aber okay, dann habe ich das wohl nicht gemacht. Dann habe ich mich da jetzt wohl geirrt, ganz hardcore. Aber gut, ist ja die Frage, warte mal, können wir vielleicht eine andere Munition noch schnell anfertigen lassen? Na, da brauchen wir Kunststoff und Sprengstoff. Ja, da müssen wir halt erstmal noch Produktionen aufbauen jetzt. Aber das wäre mir jetzt irgendwie zu anstrengend, glaube ich. Nee, wir fahren jetzt einfach mal so rum. Wir nehmen jetzt einfach nur die Standardmuni hier. Ist ja egal. Wo ist er denn, der Panzer? Achso, ich muss ihn noch aufbauen. Genau, bauen wir den Panzer auf. Ihr seht auch, ich habe die Mauern mal weggemacht, weil ich habe jetzt hier die ganze Produktion schon mal so ein bisschen umplatziert. Bis auf jetzt hier die zwei Sachen hier. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Aber ja, ansonsten ist es eigentlich jetzt auch nicht so relevant. Genau, da ist ein Förderband irgendwie so leicht kaputt gegangen. Jetzt wird irgendwie ein bisschen gebrannt, keine Ahnung. So, dann schiebt mal den Raketentreibstoff mal in den Panzer. Und schiebt mal hier die Municiones mal in den Panzer. Genau. Und dann steigen wir mal ein. Ich bin mal gespannt jetzt. Go, go, Panzer. Oh, da ist der Wurm da rechts, glaube ich, oder? Da, dieser langgestreckte rote Strich. Ich glaube, da ist schon der Wurm. Ist er da? Ist er da? Ich habe ihn, glaube ich, gerade gesehen. Er war gerade da kurz zu sehen, meine ich. Wo ist er denn hin, frage ich mich. Der Wurm. Wo ist der Wurm drin? Boah, das ist ja auch ätzend hier wieder mit den Steinen, ne? Da kriegst du schon wieder Plack. Verfolgt der mich dann eigentlich in meine Basis, wenn er einmal die Akku hat? Auch so eine spannende Frage, ne? So, also das Ziel meiner Expedition ist jetzt... Oh Gott, diese ganzen Klippen, an denen man hängen bleiben kann, ey. Ich werd wahnsinnig. Das Ziel der Expedition ist jetzt, Wolframit zu finden. Eventuell als Teil einer oberflächlich vorhandenen Quelle. Damit wir das dann entsprechend für die Verarbeitung auch nutzen können. Das wäre schon praktisch. Wir müssen auch mal schauen, wie weit der Safe-Bereich eigentlich geht. Oder ob da überhaupt nochmal ein Safe-Bereich kommt. Oder ob das jetzt alles Wurmfortsatz ist hier. Alter, man bleibt einfach so schnell hängen. Das wird bestimmt genau dann passieren, wenn ich versuche, vorm Wurm zu fliehen. Oh, da ist er. Hier ist nochmal Kalzit. Da ist der Wurm. Und das ist nur das Baby, habt ihr mir gesagt. Warte mal ganz kurz. Fahr mal rückwärts hier. Alter, der Panzer ist dafür echt ungeeignet, ey. Ich sag's euch. Kleiner Zertrümmerer, ja. Das ist nur der kleine Zertrümmerer. Das ist nur das Baby. Da gibt es wohl noch einen größeren Wurm. Es gibt immer einen noch größeren Wurm. Na toll. Da wird doch gleich die... Ah, warte mal. Hier, oder? Warte mal. Ah, Wolframerz. Da ist es. Okay. Das kann aber nur... Guck mal. Das kann nur von dem großen Erzförderer abgebaut werden. Das heißt, um jetzt das Zeug überhaupt zu bekommen, müssen wir sowieso noch den großen Erzförderer bauen. Oh Gott, wie soll man das denn dann von da oben? Ich meine, da muss es ja noch irgendwas in der Nähe geben. Warte mal, mal kurz auf die Karte gucken. Ah, hier ist ein großes Vorkommen. Warte mal, dann fahr mal da noch hin, bitte. Fahr mal da bitte noch hin, weil dann gucken wir uns mal an, wie groß das ist. Wie soll man sich denn gegen den Wurm dann zur Wehr setzen, sag mal? Ja, das ist eindeutig ein großes Vorkommen hier. Nicht schlecht. Wie viel ist das? 2,2 Millionen. Hier haben wir nochmal 48.000. 47.000 sind es nur. Okay, hier ist auch nochmal Kalzit gewesen. Aber da gucken wir mal, vielleicht ist noch irgendwas näher dran. Das ist schon ganz schön weit weg hier oben. Da muss noch irgendwas vielleicht noch dazwischen sein, hoffe ich. Müssen wir mal so im Norden der Basis vielleicht mal ein bisschen suchen. Alter, Mann, es ist so nervig mit diesen Klippen. Man denkt auch immer, das wären Steine, über die man einfach drüber fahren kann. Aber nee, das ist einfach nur so ein Klippenstück, so ein kleines. Man schaltet das Gebiet erst frei, wenn der Wurm tot ist. Ist ein Boss frei. Ach so. Also muss ich den quasi besiegen, damit ich da Ruhe habe. Und dann habe ich aber auch permanent Ruhe, oder? Auf Nauvis wurden gerade Anlagen beschädigt. Ich weiß nicht, wie gut ich das finde. Ich hoffe, das wird repariert.
Der Wurm zieht auch eine ganz schöne Schneise, oh was? Belästige einen Zertrümmerer, indem du in seinem Territorium baust. Ich hab nichts gemacht. Ich hab weder gebaut noch irgendwas gemacht. Alter, zieht der eine Schleimspur hinter sich her, ey. Wie in seinem Gebiet bauen. Ich hab gar nicht in seinem Gebiet gebaut. Lügt doch gar nicht. Belästigen vor allem. Was habe ich denn gemacht? Ich bin anwesend. Was habe ich gemacht? Ich bin anwesend. Das reicht schon aus, oder was? Seine Sauerei. Du hast ihn angelasert. Ach, habe ich? Habe ich gar nicht gemerkt. Wann habe ich den denn gelasert? Das ging so schnell, das habe ich gar nicht gesehen. Aber verfolgt er mich jetzt? Oder ist... Also... Woran erkenne ich denn, ob er noch aggro ist oder nicht? Muss mal gucken, wo ist er denn eigentlich? Ich sehe den gar nicht mehr. Das erkennt man auch teilweise gar nicht mal so leicht, wo der gerade ist. Es sind auch noch zwei nebeneinander gewesen, ey. Aber ich schätze mal, ich muss den großen Wurm wahrscheinlich auch besiegen, oder? Und nicht den kleinen. Weil der große wird wahrscheinlich der Endboss sein, schätze ich mal. Oder was heißt der Boss von dem Gebiet halt? Warte mal kurz, ist das der große zufällig? Kleiner Zertrümmerer, nee, nee. Wo ist denn... Warte mal, hinter mir ist noch einer, glaube ich. Hinter mir ist irgendwie noch was. Oi, da ist er. Nee, ist auch der Kleine. Du kommst nicht zu mir, oder? Du willst nicht irgendwie was von mir jetzt? Ich glaube, der hat Bock auf mich. Ja, aber mal ehrlich, der ist doch voll langsam eigentlich, oder? Oder macht der da... Der geht einfach nur im Kreis gerade? Was macht der denn da? Schieß mal drauf. Hallo? Achso, du sollst auch Muni auswählen, immer. Uiuiui. Ach du Scheiße. Der kann Druckwellen verursachen. Oh, Alter, der ist auf einmal so schnell, ey. Krass, guckt euch das mal an. Ich glaube, ohne Reparaturkits wird das nix Spiel mehr. Das kannst du vergessen. Aber sowas von. Großer Gott. Oh, Kacke. Wie lange verfolgt denn der mich? Hast ihn angelasert. Ja, aber nur kurz. Ich glaube, ich fahre einfach mal ganz weit weg. Und vor allem nicht in Richtung der Basis, weil sonst haben wir, glaube ich, da ein Thema am Hals. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der... Kann der in den Safe-Bereich rein? Das ist so die Frage, ja. Kann der durch die Lava? Vielleicht können wir ihn hier abhängen. Einfach mal hier so quer durch. Ich sehe ihn aber auch schon nicht mehr auf der... Oh! Nein, wo hängst du denn jetzt? Ist das der Große? Mittelgroß. Das ist ein Mittelgroßer. That's what she said. Ja, toll. Der Kleine ist schon ganz schön krass. Will gar nicht wissen, was der Mittelgroße hier für Schaden macht. Ich muss mich, glaube ich, mal wieder in Richtung meines Safe-Bereichs orientieren. Los, anlasern. Ich bin doch nicht wahnsinnig, Mann. Ich will meinen Panzer nicht verlieren. Ich laser hier gar nichts. Laser dich selbst. Wird gar nicht gelasert hier jetzt. Ich fahr jetzt zurück. Ich will jetzt hier mal ich will jetzt hier mal diese Dinger machen da. Alter, man bleibt aber auch an jedem kleinen Ding hängen, ey. Das ist nicht normal, Mann. Wie soll man denn da dann vernünftig abhauen? Das haben die mit Absicht so gebaut hier, dass du überall hängen bleibst. Wenn du in Panik vor den Wurm fliehen musst, wenn der dann auch noch richtig Gas gibt, der Wurm, ey. Ich sag's euch. Alter, an jedem kleinen Lavafutzel bleibst du hängen, Alter. Das ist nicht mehr normal, ich sag's euch. Und vor allem, hier kann jederzeit auch so eine Lava eine Sackgasse bilden, ne? Dann kommst du da nicht mehr raus. Da musst du dann gucken, weil dann schneidet dir der Wurm, dann schneidet dir dann mal ganz schnell auch mal den Weg ab. Wenn er dann auch Gas gibt. Der hässliche Wurm. Der hässliche kleine Wurm. Oh, ich glaube, da unten sind sie. Da chillen sie rum. Warte mal, was ist denn, wenn wir mal hier vielleicht noch so ein bisschen mal rumfahren so? Hier mal so ein bisschen mal so oben rum mal fahren so? Dass wir mal gucken, ob da jetzt in der Nähe der Basis noch irgendwas ist, was wir vielleicht noch irgendwie nutzen können. Weil, wie gesagt, Wolframit. Okay, da ist nochmal ein Wurm. Ich höre ihn zumindest schon. Hier komme ich durch, hier komme ich durch.
Oh, wo muss ich. Was? Wo hänge ich denn da jetzt wieder? Wieder so ein kleines Lava-Fitzelchen da, ey. Die sieht man auch kaum, ey. Die sind mikroskopisch klein und dann sollst du die da sehen, wenn du da rumfährst. Und musst du auch noch nach dem Wurm ausschauen. Mann, und dann immer diese Klippen, ne? Ich könnte ausrasten. Gott. Das ist doch ein bisschen gemein alles. Ah, hier ist Wolframit. Das ist auch relativ nah dran, oder? Das ist auch mehr, glaube ich, als da unten. Okay, das wäre jetzt meine bevorzugte Quelle. Wenn ich jetzt eine Location auserkoren würde. Das heißt, wir müssten den Bereich dann da drüben rechts von Würmern befreien. Da müssten wir dann eine Wurmkur mal machen. Das wäre auf jeden Fall schon mal nice. Ja, fahr mal hier so durch, genau. Mach mal hier alles platt. Jetzt bin ich, glaube ich, schon im Safe-Bereich, oder? Fahr mal noch mal ein Stück Richtung Süden. Hier geht ja der Safe-Bereich, der geht ja noch weiter. Vielleicht ist da ja doch noch irgendwo eine Quelle in dem Safe-Bereich drin. Dann bräuchte man nämlich jetzt nicht noch irgendwie da unbedingt den Wurm platt machen. Mein Gott, jetzt hört doch mal auf, da immer festzuhängen. Ey, das trägt einen echt so auf, ey, ich sag's euch. Ah, hier, ist das noch drin? Ist das noch drin? Ist das noch drin oder ist das schon draußen? Oh, das ist ja praktisch nebenan. Guckt euch das mal an. Ich glaube, näher geht's nicht mehr. Warte mal, wie viel ist das? 372.000 immerhin. Das ist ja fast noch drin. Also, nee, es ist schon im schraffierten Bereich, aber ich sag's mal so. Ich meine, es ist besser, wenn wir da so eine kleine Ecke hinstellen noch und so ein bisschen, so, wenn wir das hier versuchen, als wenn wir das da oben machen, würde ich sagen. Vielleicht dann nochmal gucken, ob da der Wurm gerade am Start ist, in dem Gebiet hier. Aber es ist vom Wurmgebiet, ist es ganz schön zerklüftet. Hier überall ist Lava und man bleibt hier überall hängen. Es ist ganz schön schwierig, das hier zu navigieren. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, hier den Wurm besiegen zu müssen. Alleine hier schon wieder rauszukommen aus der Ecke ist schon wieder eine Herausforderung vor dem Herrn. Ich sag's euch. Ich weiß ja nicht, ey. Ich meine, hier geht's. Wenn man ihn vielleicht in so ein Gebiet lockt, wo man auch navigieren kann, wäre das natürlich mal eine feine Sache, ja. So groß scheint das jetzt hier auch nicht zu sein. Aber da müssen wir eine Falle aufbauen oder so. Also da müssen wir den irgendwie wohin locken, wo halt Turrets stehen. Damit wir halt ein bisschen noch zusätzliche Feuerkraft haben, würde ich sagen. Weil ohne geht das nicht. Und wir brauchen auf jeden Fall Drohnen vorher, die uns reparieren können. Weil ohne Reparaturdrohnen wird das nichts. Also überhaupt nicht, kann's vergessen. Ich kann vielleicht zweimal einen Angriff fahren und dann bin ich da direkt platt. Selbst gegen den kleinen Wurm bin ich ja dann direkt platt. Das wird halt nichts. Wir müssen wirklich Reparaturdrohnen haben, die permanent mich reparieren. Und auch noch Turrets haben, die noch zusätzlich permanent drauf schießen, würde ich sagen. Und so lange müssen wir mal vielleicht noch das Wolframit einfach mal manuell besorgen. Ich sehe nicht, dass wir den platt kriegen. Im Land der Raketenwürmer, ja. War das nicht der mit Kevin Bacon, der Film? Mit diesen unterirdischen Wüstenwürmern da? Ich glaube schon. So, Spielbär, steige ich mal aus. Oh Mann, also da muss ich mal echt sagen, das wird auf jeden Fall eine spannende Kiste mit den Würmern. So viel ist sicher, glaube ich. Okay. Gut. Ja, was machen wir denn da jetzt? Moment. Also wir brauchen, was haben wir jetzt nochmal gesagt? Was brauchen wir jetzt nochmal? Erstmal nochmal schnell gucken. Wir brauchen für den Bohrer, wir brauchen Wolframkarbid. Elektromotor. Wir müssen jetzt erstmal uns konzentrieren auf die roten Schaltkreise und auf die Elektromotoren. Was brauchen wir denn für rote Schaltkreise? Da brauchen wir, glaube ich, Kunststoff noch zusätzlich. Genau. Kunststoff. So, ja, müssen wir mal gucken. Kunststoff braucht Flüssiggas und Kohle. Also, wir kriegen ja Schweröl aus dem Rezept hier. Wir müssen daraus dann Leichtöl machen und aus Leichtöl Flüssiggas. Also, das ist ein bisschen umständlicher. Da brauchen wir einfach noch mehr Raffinerien tatsächlich. Ölraffinerien, genau. Okay, wir brauchen noch Zahnräder. Mops mal hier die Zahnräder. Und mach mal, ja, mach mal ruhig 3 Stück. Leichtöl, ja, ja. Also wir müssen das Schweröl zu Leichtöl machen und das Leichtöl zu Flüssiggas. Hier kommt ja wahrscheinlich eh zu viel, ja. Da können wir auf jeden Fall noch locker eine Anlage mit dazu machen, die dann entsprechend dann aus dem Öl das macht. Ich überlege auch gerade, ob wir die jetzt hier unbedingt so direkt noch mit dazustellen. Ob wir die vielleicht sogar ein kleines bisschen nach hinten noch versetzen. Und friemel das doch mal direkt da rein. Aua, ich stehe im Weg, genau. Aua, ich stehe im Weg. Aua, aua, aua.
Ah nee, warte, stimmt. Das sind ja die Chemieanlagen. Das sind ja nicht die Dinger. Spielwehr hat wieder Mist gemacht. Da braucht man nur die grünen Schaltkreise. Die haben wir ja hier unten. Ja, mach mal fünf davon, genau. Mach mal fünf davon. Damit müssen wir das machen. Aber ich meine, Raffinerien brauchen wir wahrscheinlich eh noch. Warte, dann nimm's noch weiter nach unten. Nehmen Sie es nach unten. So, weil dann haben wir nämlich für die Wasserpipeline noch Platz. So, stimmt. Wir müssen es ja verdünnen. Verdünnisieren müssen wir das ja. Unterirdisch bräuchte ich das, glaube ich, noch nicht mal machen jetzt. Das können wir so anschließen, genau. Hervorragend. Läuft. So, jetzt kriegen wir Leichtöl. Und aus dem Leichtöl müssen wir jetzt wiederum das nächste machen. Und das ist dann Gas. Und dann kriegen wir Gas. Das ist doch eine feine Sache. Und dann können wir hier auch gleich noch. Gib mal das nochmal. Mach das mal weg da. Genau. Mach das mal dahin. Und mach das mal dahin. Ja, genau. Warte. Nimm es noch ein Stück nach hinten. Dann genau. Weil dann haben wir hier noch Platz zur Schwefelleine hier. Genau. Ja, warte mal. Es muss auf die andere Seite, sehe ich gerade. Mach's nochmal weg. Mach's mal direkt gegenüber hier. Genau. Und wo muss das jetzt nochmal rein? Das muss jetzt wieder in eine Chemieanlage, glaube ich. Ja, genau. Also wir brauchen sehr viele Chemieanlagen auf dem Vulkanus. Krass, wie viel Platz man da braucht, merke ich gerade. Glaube ich, ein paar mehr Anlagen dann stehen auch, was den Kunststoff angeht. Ich glaube, da brauchen wir noch Kohle auch, oder? War da nicht auch noch Kohle? Ja, doch, doch. Ich glaube, für Kunststoff. Ja, genau. Flüssig, Gas und Kohle, ja. 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 So, und jetzt ziehst du das einfach mal so durch. Dahin und dahin. So, und jetzt brauchen wir Kohlen. Die Kohlen, da müssen wir hier die Kohle absplittern. Die war ja hier irgendwo noch nebenan. Hier genau. Kohle kommt ja natürlich vor. Da müssen wir dann auch drauf achten, dass die dann nicht irgendwann leer geht. Kann ich keine Arme mehr machen? Nee, kann ich nicht. Ich brauche Platten. Ich brauche Platten. Keine Platten, keine Arme. Oder so ähnlich. Genau. So, und jetzt setzt es einfach da ein. Hervorragend. Und da haben wir den Kunststoff. Nice, nice. Gib mir das und dann mach das mal. Ja, dann mach das in die andere Richtung. Wir müssen es ja dann auch wieder nach unten kriegen, denn da ist ja unsere Verarbeitung. Für den Spaß, den wir brauchen. Genau, für den Kabel, Drahtkram, genau. So, dann mach das runter, mach das runter, mach das runter. Also hier brauchen wir wieder einen Tunnel. Den haben wir nicht. Da müssen wir einen machen. Am besten gleich zwei. Genau. Genua, genau. So, dann macht mal. Ja, können wir ja hier eigentlich gleich mit drauflegen lassen, weil das wird ja letztendlich damit drauf gebraucht, richtig? Ich meine, das war so. War das so? Oder? Ja, genau, das war so. Da brauchen wir noch den Draht halt. Und der ist ja sowieso hier dann direkt daneben. Das heißt, wir können eigentlich gleich das Ganze einfach so machen. Dass wir hier unten drunter dann die Anlage machen. Die erste. Irgendwas macht hier Plöps, Plöps, Plöps. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendwas macht Plöps, Plöps, Plöps. Ich hoffe, es ist nicht der Wurm, der da drin ist jetzt. Es hört so ein Klopfen irgendwie. War ganz komisch gerade. Egal, Spielbär hört Sachen. Ne, mal ehrlich, ich spinne nicht. Ich glaube, ich höre das wirklich gerade. Oder ist das das Feuer hier nebenan? Oder ist das die Lava? Ich habe keine Ahnung. Will ich das überhaupt wissen, was es ist? Das ist die nächste Frage. So, da haben wir schon mal die Rotten Schaltkreise. Ne, warte, das muss ein roter Arm sein. Die Rotten Schaltkreise, sie kommen. Dauert zwar jetzt ein bisschen natürlich, weil wir jetzt noch nicht die exorbitant riesige Produktion hier gebaut haben. Aber wenn das dann mal läuft, dann läuft's. Mal hier noch Zahnräder und Platten und alles runter, genau. Und mach da mal noch Produktionsanlage. Wir können das ja schon mal ein bisschen verdoppeln auch noch. Wir können ja tendenziell das Ganze auch relativ leicht hochskalieren. Es ist der Lava-Wurm. Der Wurm kommuniziert mit mir. Wie der Wurm macht so solche Geräusche, ja? Was ist das denn für ein Wurm? Frage ich mich. Klopft der an oder was? Komm raus, Spielbär. Komm raus aus dem Safe-Bereich. Kuschel mit uns. Hier können wir alle fliegen. Hab Spaß, es ist schön hier. Genau, wahrscheinlich ist das so ein Wurm. Ich ahne das schon. So und so. Guck mal, da kriegen wir nämlich gleich noch mehr davon. Ach ja, die Elektromotoren. Das war, glaube ich, etwas komplizierter.
Ja, da brauchen wir natürlich erstmal die normalen Motoren. Die müssen wir auch erstmal machen. Rohre. Stimmt, Rohre, warte mal. Da haben wir noch keine Gussform gemacht hier unten, glaube ich. Jetzt müsste ich doch eigentlich eine ganze Menge Wolframerz wieder dabei haben. Warte mal, das müssen wir mal zu Wolfram. Nee, habe ich gar nicht. Siehst du mal. Komisch. Muss ich mal mehr Felsen noch abfarmen, weil wir brauchen das Zeug ja dann auch für diese Bohrer. Genau, Rohre, weil da braucht man nämlich jetzt auch nichts anderes dafür. Das könnte man sogar ein bisschen weiter noch nach oben nehmen, eigentlich. Komm, lass das mal noch ein bisschen weiter nach oben. Lass das mal noch weiter nach oben nehmen. Was soll der Geiz? Dann sparen wir uns nach unten ein bisschen Platz, weil da ist ja auch kein Safe-Bereich mehr, ne? Nee, warte, das brauchen wir, genau. Da ist ja kein Safe-Word mehr am Starter unten. So, dann, genau, guck mal, da kriegen wir die Rohre auch. Die holen wir jetzt einfach auch wieder raus. Würde ich sagen. Gib mal her hier. Achso, da haben wir wieder keine Arme. Keine Arme, keine Kekse. Das ist natürlich tragisch. Moment, da müssen wir wieder hier mal Dinge abgreifen. Zahnräder auch nochmal, genau. Ja, ich weiß, ich muss die Arme noch automatisieren. Ich weiß, ich weiß. Schweiß, Schweiß, Schweiß. So, hier. Da muss es hin, genau. So, da kriegen wir Rohre. Die machen wir jetzt hier mit drauf. Also, ja, hier mit halt in den Mainbus. Der ist hier unten aber auch schon ziemlich eingeschränkt dann wieder. Da müssen wir ein bisschen gucken. Also, da brauchen wir jetzt eine Verarbeitung für Motoren. Die mache ich jetzt einfach mal. Hier können wir noch eine Schmelze dann für die umgedrehten, also für die unterirdischen Rohre noch machen, genau. So, gib mir mal einen Teiler noch jetzt. Jetzt muss ich mal überlegen, warte, was brauchen wir für den Motor nochmal jetzt genau? Für den Motor brauchen wir Zahnräder, Stahl und Rohre, genau. Ja, dann legt das jetzt einfach mal da so rüber schon mal. So, Zahnräder, Stahl. Zahnräder sind da, genau. Dann könnten wir mit den Zahnrädern könnten wir gleich mit aufs Stahlband, was wir dann abknippern, noch mit drauf machen direkt. Also brauchen wir noch mehrere Abknipperer. Und auch nochmal mehrere Tunnel. So, was fehlt hier jetzt? Schaltkreise, natürlich alles. Alles fehlt. Fehlt alles und jeder fehlt hier, genau. So, machen wir noch Teiler. Genau. Na, sag mal. Los, fertig werden hier. Genau, das müssen wir dann auch noch mal absplitten hier. Ja, warte, ich überlege. Ja. Genau, mach's mal so und mach mal hier einen Tunnel rein. Dann können wir das nämlich mal hier so lang friemeln. Achso, ich habe keine Förderbänder mehr. Moment. Da haben wir ja zum Glück schon eine Produktion. So, warte, das muss weiter nach hinten dann. Das muss dahin. Hier machen wir wieder einen Tunnel rein. Und das legen wir jetzt einfach mit da drauf. Und da machen wir dann Tunnel. Und mal hier den Schmonz mal weg. Vorsicht, ich glaube, wenn die Bäume brennen, dann muss man, glaube ich, tatsächlich aufpassen, weil das heißt, glaube ich, dass die explodieren, wenn man sie abbaut. Und das ist natürlich nicht so prall dann. So, dann macht mal hier Arme dran jetzt. So. Da kommt der Motor und dann braucht man den Elektromotor. Den müssen wir auch noch machen. Und da brauchen wir jetzt noch das Schmiermittel, die Schaltkreise und den Motor an sich, genau. So, den Motor an sich, den geben wir jetzt einfach mal. Ja, wo gehen wir den jetzt raus? Der müsste eigentlich hier mit daneben direkt. Warte mal. Dann machen wir das jetzt einfach so, dass der hier mit daneben kommt. Und dann machen wir einfach einen Tunnel drunter. Dann ist der nämlich mit auf dem Bass. Hier müssen wir halt noch splittern. Warte mal, das ist natürlich hier jetzt noch nicht gemacht worden. Und dann brauchen wir da auch einen Tunnel. Hau mal hier. Warte mal, mach mal die Dinger weg hier.
Wir müssen das mal jetzt hier wegmachen, sonst kommen wir hier nicht durch. So, ah. Erstmal das abbrennen, genau, und dann ziehen wir das wieder nach unten durch. Schön abbrennen lassen, genau. Hervorragend. Jetzt überlege ich gerade. Wir brauchen, genau, wir brauchen das hier. Das kann dann auch noch ein Stück nach unten. So, der muss rausgehebelt werden hier noch, genau. Dann kann das schon mal durch. Haben wir noch eine Produktionsanlage? Ja, haben wir. So, da muss ich jetzt mal gucken. Wir brauchen den Motor. Wir brauchen. Was brauchen wir noch? Was war jetzt noch? Motor, Platine und Stahl? Ne, Motor, Platine und Schmiermittel war es. Genau, Schmiermittel hatten wir schon oben. Warte mal, das holen wir uns jetzt gleich mal noch. Schmiermittel war hier oben schon. Das hatten wir schon produzieren lassen. Haben wir aber noch nicht verwendet für irgendwas. Genau. Das war hier nämlich schon. Genau, da legen wir uns jetzt einfach eine Leine nach unten. Nehmen Sie es nach unten. Ach du meine Güte, das müssen wir, glaube ich, hier nochmal ein bisschen anders legen jetzt. Warte, da machen wir das neben die Schwefeldings. Dadurch, dass es so versetzt ist, müsste es eigentlich genau aufgehen. Jawohl, guck mal. Ah, oh, nee. Glaube schon, das muss ein Stück nach vorne. Sekunde, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt habe ich mich selber erfolgreich verwirrt. Wir haben hier einen Teiler, der macht das da drauf. Wir haben hier. Ach, da war ein Tunnel. Ja, jetzt sehe ich es. Ja, okay. Ich glaube, der muss auch ein Stück nach oben noch. Ja, so war das nämlich. Ja. Aber jetzt müsste das hier eigentlich genau nochmal hinpassen. Jawohl, guck mal. So, dann haben wir das nämlich schön hier unten. Und dann können wir nämlich die Verarbeitung. Ja, hier drüben gleich machen eigentlich. Direkt hier nebenan. Da muss ich hier nochmal ein bisschen frei machen. Oh, wir müssen aufpassen. Wir nähern uns langsam den Unsafen, dem kritischen Bereich nähern. Nähern wir uns so langsam hier. Der Wurm, der macht schon langsam, der wetzt schon langsam seine Zähne hier, der Wurm. Genau, stellen wir mal noch eine daneben, sodass wir mal zwei Anlagen für die Motoren haben. Ja, ich weiß, da will ich gleich welche dazustellen. Alles gut. Auf Nauvis werden Mauern beschädigt. Ich hoffe, die werden repariert. Weil nach Nauvis jetzt irgendwie reisen wird jetzt schwierig erstmal die ganze Zeit. Wobei wir theoretisch die Leichtbauteile, den Raketentreibstoff und das alles relativ leicht produzieren könnten tatsächlich. Also Raketentreibstoff, das bräuchte man ja auch nur Festbrennstoff aus dem Gas letztendlich, aus dem Flüssiggas, was wir jetzt ja schon herstellen, und nochmal Leichtöl. Da hätten wir den Treibstoff für die Rakete. Die Dinger können wir direkt gießen aus dem flüssigen Metall, was wir hier abbauen können. Und das hier, ja, das wäre halt dann der nächste Schritt mit Schwefelsäure aus den zwei Teilen. Aber Schwefelsäure kriegen wir hier einfach aus dem Boden. Das heißt, im Grunde sind wir nicht weit weg davon, in eine Rakete zu starten. Das kommt dann als nächstes, das machen wir dann, dass wir auch hin und her reisen können mal. Kommt alles noch, machen wir alles noch. So, jetzt haben wir doch alles drin, oder? Nee, stimmt, die Platinen fehlen noch, genau. Die Platinen. Da ist jetzt natürlich hier das Zeug drauf. Warte mal, dann zieh das hier mal noch ein Stück durch. Das muss ja dann eh. Ne, warte, das muss weg. Genau. Das muss ja dann eh noch weitergehen hier. So, und dann machen wir hier den Splitter. Einen Splitter. Vielleicht sogar, warte, mach den mal eher nach oben, den Splitter, weil da ist ja noch Platz da. Dann sagen wir Filter. Filtert das mal hier raus und sagen mal bevorzugter Ausgang rechts. Und dann machst du das mal hier lang. Ja, zieh jetzt einfach hier unten hin direkt. Muss nur hier schnell mal diesen Felsen mal wegmachen. Und ja, ihr hört meinen Magenknurren, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so einen großen Hunger habe heute. Keine Ahnung. Das ist echt verrückt. Factorio macht hungrig. Die ganze Zeit das Gerede von Würmern und von Chaos und so, das macht hungrig. Sag's euch. So, ich brauche blaue Arme nochmal. Da brauche ich nochmal Zeug hier. Und Platinen können wir gleich auch nochmal steigern. Was soll der Geiz? Mach mal noch blaue Arme. Da bauen wir uns jetzt auch gleich noch eine Anlage dazu. Und wir brauchen dann mal rote Bänder auch, dass wir die Versorgung mit dem Draht schon mal ein bisschen beschleunigen, weil der ist jetzt schon wieder zu langsam tatsächlich. Und das liegt, glaube ich, nicht an der Anlage. Oder?
Nee, das liegt auf keinen Fall an der Anlage. Warte, aber wir können auch einen Arm hinsetzen, noch ein paar. Jetzt wird das aber ein bisschen dichter gepackt dann, bevor wir da jetzt die roten Bänder verwenden. Dann nutzen wir das Band noch ein kleines bisschen besser aus jetzt direkt. So, jetzt brauchen wir hier nochmal die Arme, genau. Und zieh das mal, was? Achso, da ist der Baum im Weg, genau. Zieh das mal dahin und dann läuft das mit den Motoren auch. So, jetzt haben wir eigentlich fast alles, was wir brauchen für die Erzdinger. Also wir brauchen jetzt halt nochmal eine Anlage, wo nochmal geschmolzenes Material dann verarbeitet werden kann. Also nochmal eine Gießerei im Endeffekt. Haben wir noch eine? Nee, haben wir nicht. Okay, da müssten wir noch eine Gießerei nochmal machen oder wir müssten eine hier rausnehmen, die dann mal vorübergehend was anderes produziert. Können wir denn nochmal eine Gießerei machen? Das ist ja auch eine spannende Frage eigentlich. Warte. Das muss auf jeden Fall noch mit hier rein. Hier müssen wir das noch reinschieben, genau. Okay, warte, wir brauchen mehr Stahl, wir brauchen mehr Platinen und mehr von dem Zeug. Und da muss ich jetzt aber wieder Felsen umbringen. Leider muss ich Felsen umbringen, weil ich krieg ja das Zeug noch nicht auf eine andere. Aber ich könnte mich auch da in das Vorkommen reinstellen und das einfach mal schnell ein bisschen abbauen da. Dann kriege ich nur das. Die eine Motorfabrik hat noch nicht gearbeitet. Ich gucke gleich. Ich gehe hin. Stimmt, ich habe noch kein Rezept eingestellt dabei der einen. Ja, habe ich wieder vergessen, siehst du? So. Ne? Ich glaube, der Wurm hat was dagegen, dass ich mir von dem Wolframit was hole. Kann das sein? Wo ist es denn nochmal? Müsste doch hier direkt nebenan sein, eigentlich. Da ist es. Ich laufe da jetzt einfach ran. Ist mir jetzt egal. Soll er halt fauchen und knurren, wie er lustig ist. Ist mir egal. Ich muss jetzt da mal einen Schwung holen, sonst dauert das 10 Jahre. Ja, bau ab. Ach nee, das geht nicht. Stimmt, das kann nur der große Erzförderer. Ah, okay, nee, dann brauchen wir das gar nicht weiter versuchen. Das soll vorkommen mit dem Wolfram. Ja, ey, da können wir gar nichts machen, verdammt. Das kann nur der große Erzförderer. Dann habe ich da Pech gehabt. Dann habe ich da maximales Pech gehabt. Dann müssen wir das jetzt so machen, Manuel. Ach so, genau. Hier habe ich auch mal was probiert. Ihr seht es vielleicht. Ich habe mal versucht, den Beton zu nehmen, um die Lava zuzuschütten. Und habe festgestellt, weil einige gesagt haben, hier mach mal die Lava zu, auch die kleinen Flecken da. Das geht nicht, weil es gibt noch im Forschungsbaum eine weitere Forschung für Fundamente in der ganzen Lava, im ganzen Lava-Progress. Jetzt muss ich mal gucken, wo das ist hier genau. Hier unten drunter, genau. Das nennt sich nämlich Fundamente, bautechnische Strukturfundamente mit Hitzeabschirmung und tiefen Schraubpfählen. Sie können auf Lava, Ölmeeren und den meisten Gewässern platziert werden. Also, das brauchen wir nicht nur die Lavaforschung, das ist ja die orange, sondern da brauchen wir auch die blaue, die rosa, lilane, ja, rosa. Und wir brauchen die grüne auch noch, also die Planetenforschung. Wir brauchen von allen 4 Planeten die Forschung, sonst können wir diese Fundamente nicht setzen. Das heißt, so lange können wir nicht auf Lava bauen, glaube ich tatsächlich. Also können wir die auch nicht zumachen. Also das wird noch mal eine ganz eigene Bank mit der Lava, ich sag's euch. Können wir erstmal eine ganze Weile knicken. Die Lava wird noch eine ganze Weile ein sehr, sehr wichtiges Hindernis sein, an dem wir einfach nicht vorbeikommen. So ist das. Gib mal hier noch das Zeug raus. So, guck mal. Jetzt muss das hier noch durchlaufen. Und wenn wir da so ein bisschen was zusammen haben, können wir nochmal das nehmen. Die Geräusche sind schon ein bisschen beunruhigend, muss ich sagen. So, das ist jetzt ausreichend. Jetzt habe ich natürlich wieder die Platinen vergessen. Aber ich muss sagen, energietechnisch funktioniert das bisher ganz gut. Kann man nicht meckern eigentlich, ja. Also ist ja eigentlich funktioniert. Ja, die Akkus werden zwar genutzt, aber die gehen nicht komplett leer. Müssen wir halt ein bisschen drauf achten, dass wir dann da immer auch genug ergänzen noch mit Solarpanelen und Akkus. 5 Akkus könnte ich sogar noch aufbauen. Sieht erstmal ganz süß aus, muss man mal sagen. Genau. So, jetzt können wir ja hier die. Ja, das lassen wir noch drin, den Rest jetzt erstmal. Genau. Machen wir erstmal nur die eine Schmelze jetzt. Schiebt das mal hier alles rein, genau. Guck mal, da läuft sie durch. Wir brauchen ja auch erstmal nur eine davon jetzt. Noch zusätzlich. Eine Platinenproduktion hat kein Rezept ausgewählt. Habe ich das auch schon wieder vergessen? Mensch. Das gibt's doch nicht, Mann. Kopf wie ein Sieb.
Aber so ist es halt, weil man lauter Multitasking hat und dann schreit der Wurm wieder und dann wundert man sich und geht dahin und dann fällt einem ein, dass man ja noch das machen muss und dann vergisst man das Rezept einzustellen. So ist das. Hat da wieder vergessen, ey, unglaublich. Läuft sie wenigstens jetzt? Müsste eigentlich. Wir brauchen da unbedingt rote Bänder auch noch. Das mache ich jetzt aber mal gerade nicht, weil ich jetzt schon wieder Multitasking-mäßig was anderes machen muss jetzt. Genau. So, also wir brauchen geschmolzenes Zeug. Wir brauchen die geilen Motoren. Ich stelle es mal gleich ein bisschen weiter noch nach unten hier, auch wenn wir jetzt schon hart an der Grenze sind im wahrsten Sinne. Gib mir meine Arme. Ich brauche meine Arme. Erstmal brauche ich die langen Arme. Genau. Und dann brauche ich die blauen Arme. Genau, wir brauchen das. Jetzt brauchen wir noch die roten Schaltkreise. Warte mal, zieh die mal ins Zentrum rein und nicht da so zur Seite, bitte. Ja, und nee, wir legen sie noch mal eins weiter, warte. Ah, schon wieder keine Platten. Ah, ich muss unbedingt das mal mit dem Drohnenliefersystem dann auch demnächst in Angriff nehmen hier. Dass wir hier mal Zeug bekommen über Drohnenliefersysteme. Dass wir hier nicht immer so tingeln müssen mit einem. Dass ich nicht immer hin und her rennen muss und mir das Zeug immer holen muss. Wenn man das mal auf Nauvis aufgebaut hat, einmal mit diesem Drohnensystem, dann will man das aber auch nicht mehr anders haben, ne? Dann will man das immer nur so haben. Ne, warte, das ist jetzt falsch, Spiel. Wer hast du wieder falsch gemacht? Du musst das so machen. Und hier ist natürlich wieder haufenweise Schnodder, der im Weg ist. Was sonst? Weg mit die Schnodder. So, und dann gib mir das. Nein, den langen Arm des Gesetzes. So, da kommen die Dinger rein. Jetzt brauchen wir noch das Zeug. Das muss ich mir dann wieder von oben holen, aus der Anlage, die oben noch ist. Ich schiebe jetzt die Teile einfach schon mal rein. So, dann brauchen wir die Förderer. Die schiebe ich jetzt auch selber mal rein, damit es schneller geht. Da haben wir jetzt noch keine Produktion. Das müssen wir alles noch machen dann. Ist erstmal wurscht. So, jetzt müssen wir noch die flüssigen Gesteine, also flüssige Metall meine ich, reinmachen. So, und dann sind wir kurz davor. Jetzt fehlen noch die Dreiecke. Jetzt nehme ich mir hier gleich noch mal ein bisschen was von diesem Zeug mit. Müssen wir eh noch freiräumen hier, damit wir mehr Platz haben. Irgendwann, ich sage ja, irgendwann habe ich mein ganzes Inventar mit Erz voll. Würdest du den Lava- oder Sumpfplaneten in Bezug auf Komplexität empfehlen und die erste Outsourcing-Mission zu starten? Es kommt drauf an, wenn du es leicht haben willst, würde ich auf jeden Fall Vulkanis nehmen, weil der andere ist sehr schwer, weil da die Ressourcen, der Dschungelplanet, der Gleba, der ist sehr schwer, weil da die Ressourcen vergammeln. Da musste ich mich auch schon einmal zurückziehen, weil ich das einfach, das war einfach zu kompliziert. Meine Plattform im Weltraum war auch schlecht vorbereitet dafür. Also ich würde empfehlen, tatsächlich auf Vulkanis anzufangen. Das ist alles ein bisschen nachvollziehbar. Du hast mehr Zeit. Und die Viecher sind ja hier in dem Safe-Bereich auch überhaupt nicht vorhanden. Da hast du erstmal Zeit, dich in Ruhe aufzubauen. Also das ist einfach chilliger hier, ja. Aber es ist auch so ein bisschen eine Präferenzfrage, glaube ich. Wenn man kein Problem damit hat, dass die Ressourcen permanent weggammeln, dann ist es eigentlich auch kein Problem. Ja, warte mal, das dürfen wir jetzt nicht hier reinstecken. Warte, nimm das mal noch mit. Wie viel brauche ich denn jetzt eigentlich für ein Ding? 20. Ah, das ist ja homöopathisch. Dann lass das gleich mal reinstecken. Da müssten wir ja da mindestens. Ah, warte mal, wenn wir noch ein Ding mitnehmen, können wir zwei machen gleich. Und dann haben wir schon mal die schweren Erzförderer. Da müssten wir auch gleich den nächsten Progress eigentlich bekommen. Schieben Sie es hinein. Jawohl. Und wir kriegen ja auch einen Produktivitätsbonus, ne? Da werden die auch teilweise mal dreimal produziert hintereinander. Jawohl. So, da haben wir die Forschung. Nice. Gib mir das. Sauber, sauber. Und da kommt gleich noch. Jetzt kommen gleich zwei. Jetzt haben wir drei Stück schon. Nice. Geil. Okay. Erforscht. Und jetzt müssen wir mal gucken. Als nächstes kommt das hier dann. Und da müssen wir herstellen Wolframplatte. Wolframplatte ist also jetzt ein Rezept. Das ist das hier. Und da brauchen wir geschmolzenes Eisen und Wolframerz. Alles klar. Das müssen wir dann also auch machen. So, und das Wolframerz, das kriegen wir ja dann hier aus dem Bereich, wo der Wurm unterwegs ist. Und jetzt ist eben die Frage. Ja, wollen wir den Wurm provozieren in der nächsten Episode? Oder wollen wir ihn nicht provozieren? Das ist die Frage. Die Frage aller Fragen. Wir können ja einen Förderer schon mal dahinstellen. Mal gucken. Wird der denn da überhaupt aufmerksam, der Wurm? Das ist ja schon mal die erste Frage. Wenn wir den so ein bisschen nach vorne ziehen hier, dass er vielleicht gerade so. Nee.
Das ist auch genau so abgezirkelt, die Grenze, dass das Ding in diesem Bereich stehen muss. Auf den Wurm, sagen sie alle, ey. Ihr seid doch alle wahnsinnig. Ihr Würmer, ihr. Kann doch alles nicht wahr sein. Seid doch alle Würmer. Ihr seid doch alle total gewurmt. Ach, ich kann unter der Lava auch keine Tunnel durchziehen. Na toll. Ich muss um die Lava drumherum friemeln, meine Förderbänder. Das ist ja auch geil. Stimmt. Unter Lava was buddeln könnte schwierig sein, Spielwehr. Geschütztürme mal alle abbauen und dann an den Rand nehmen. Ja, aber wenn ich den Akku mache, wird es, glaube ich, nicht besser, oder? Also wenn der dann... Ich meine, die Anlage an sich wird den wahrscheinlich nicht Akku machen, schätze ich mal. Aber wenn ich da noch Geschütztürme hinstelle, ich glaube, dann wird er Akku sein und dann wird er seine Druckwellen machen. Und dann würden diese Druckwellen wahrscheinlich die Anlagen, die hier sehr nah am Rand stehen, dann auch platt machen. Ich weiß nicht, ob Mauern vor den Druckwellen schützen. Das sind alles Dinge, die müssen wir noch ausprobieren. Keine Ahnung. Und an der Stelle ist diese Folge Factorio auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder kauft auch gerne Spiele mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Launcher. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Factorio, sondern auch zu anderen coolen Spielen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao!